So, jetzt brauchen wir bloß noch den Smart Meter einbauen. Aber wo? Darf ich den im oberen Anschlussraum? Oder muss ich den da umdrehen? Oder soll ich da leere? Wo? Wo soll ich den Smart Meter hinbauen? Die Firma Anker hat ein neues Balkonkraftwerk rausgebracht. Und zwar ist das die Solarbank 2 E1600 Pro. Und zum Vorgänger, die ja schon heiß begehrt war und gehypt wurde, hat das Ding diesen integrierten Smart Meter oder diesen Smart Meter, den man in die Verteilung oder zu dem können wir gleich integrieren muss. Mit dem kann man jetzt eine Null-Einspeisung machen. Und meines Wissens ist das von Anker die erste Anlage oder überhaupt die erste Anlage, die das realisieren kann. Das heißt, das Ding sitzt in der Verteilung noch im Zeller, zu dem kommen wir gleich, und misst ständig in Echtzeit, wie viel das das Haus gerade aktuell Strom braucht. Das Ding kommuniziert dann mit der Solarbank 2 von Anker und stellt genau den Strom zur Verfügung, natürlich bis zu 800 Watt. Das ist ja die Grenze, unter der wir in Deutschland leben müssen. Aber er stellt halt genau dies zur Verfügung. Und selbstverständlich, wenn mehr wie 800 Watt gebraucht werden, wird der Rest vom Netz einfach zur Verfügung gestellt. Mir geht es heute um diesen Smart Meter von Anker. Der muss ja irgendwo eingebaut werden. Selbstverständlich, in alle Videos heißt es, das darf man nicht selber machen. Dazu braucht man einen zertifizierten Elektriker. Ja, grundsätzlich ja. Nur es schadet ja nicht, wenn jeder, der sich so ein Balkonkraftwerk anschaffen möchte, auch weiß, womit er es zu tun hat. Aber vorher müssen wir uns noch um die PV-Module kümmern. Bei meinem Set mit dabei sind insgesamt 4 Stück von den Anker Solix RS40T, die 435 Watt Peak. Geliefert werden dazu 2 Karton und in jedem Karton sind 2 Panels drin. Selbstverständlich auch das Haltegestell, um das Ganze aufzuständern. Und in der App kann man immer genau sehen, wie viel gerade erzeugt wird. Das sind bifaziale Module, das heißt, die können nicht nur von vorne das Licht empfangen und daraus elektrischen Strom erzeugen, sondern auch über die Rückseite, durch Reflexion vorm Dach zum Beispiel. Wie viele wissen, darf dieses Smart Meter ja nicht überall montiert werden, aber wir müssen es an einer bestimmten Stelle einfach integrieren. So sitzt ja in der Verteilung, in der Hauptverteilung, in der Zählerverteilung der Zähler, und dieser Smart Meter sollte nach dem Zähler, also zwischen Zähler und zwischen der Unterverteilung sitzen. Das heißt, irgendwo da dazwischen. Im Gegensatz zu vielen anderen Smart Metern wird da drüber nicht die komplette Energie gefahren. Das heißt, dass er mit 10 Quadrat da irgendwo durchverdrahtet werden muss, sondern er hat diese Messwandler, mit denen der Stromverbrauch ausgewertet werden kann. Also ich kann jetzt einmal nur für mich sprechen. Ich baue das im oberen Anschlussraum, jetzt heißt es ja AAR, anlagenseitiger Anschlussraum, da oben rein. Offiziell, ich weiß gar nicht, ob ich darf sagen soll, soll man das nicht machen. Es gibt eine Anwendungsregel, was da oben rein darf, wie das ausschauen muss, und da ist das nicht aufgeführt. Meiner Meinung nach ein Punkt, der geändert werden muss und der geändert werden wird. Ich mache das trotzdem, allerdings muss ich sagen, ich rufe vorab das zuständige VNB an, schicke notfalls ein Foto und sage, so und so schaut es aus. Oft ist es möglich, wie hier wäre es auch möglich, da war ein guter Elektriker am Werk, da kann man diese Hutschine da oben noch montieren. Ganz viel machen die raus, wenn es nicht erforderlich ist, weil man da einfach wunderbar schön Platz hat. Aber wenn ich die da rein mache, dann kann ich natürlich super das daher machen und bin schon mit komplett safe. Ich mache es aber absichtlich heute und zeige auch die Installation auf dieser Seite, weil man muss ja anschließen auch noch. Um das Ganze vollständig zu machen, selbstverständlich, diese
Messwandlerleitung ist ewig lang. Man könnte das auch ganz hier unten zum Beispiel installieren, da geht ja noch eine Schiene rein. Man kann das auch da unten montieren. Man kann und man darf. Wo es oft sind aber Verteilungen so vollgestopft, dass einfach wirklich kein Platz mehr ist. Dann haben wir die Möglichkeit, auch das ist in Ordnung und erlaubt, dass man daneben irgendwo einen Kleinverteiler setzt. Selbst einreihig würde der funktionieren, selbst schmäler würde der funktionieren. Und auch da kann man dies heraus montieren und die Messleitung oben rein und für die Phasen vorbereiten und schon haben wir kein Problem mehr. Übrigens, der Vollständigkeit halber, mitgeliefert ist also eine kleine Antenne, die man statt diesem Stummel montieren kann. Und das hat einen Magnetfuß, den man dann einfach irgendwo an die Verteilung oben für die Verbindung WLAN. Vielleicht erforderlich, wenn da innen kein Empfang ist, weil man ja auch mit der Blechtür noch montiert ist, das ganz schön geschirmt. So ist das, glaube ich, einigermaßen machbar. Die Firma Anker zeigt das Ganze integriert in dieser Unterverteilung und nimmt dann einfach einen vorhandenen LS, sage ich jetzt mal, zum Beispiel auch drei LS, drei einzelne LS, eventuell für E-Herd. Man kann ja ganz normal einfach drei nehmen mit L1, L2, L3, weil das ja kein zusätzlicher Verbrauch ist. Aber abgangsseitig von so einem LS einfach drei Adern für L1, L2, L3 für den Smart Meter. Und der Neutralleiter muss natürlich da nachher. Ich tue mir das auf der Seite jetzt nicht an. Ich mache das ganz einfach. Ich setze jetzt da dazu noch einen B16, hole mir von dieser Hauptabzweigklemme die 1, 2, 3, L1, L2, L3, die drei Außenleiter für da her. Nach dem Automaten die drei Außenleiter daher und einen Neutralleiter hole ich mir direkt aus dieser Neutralleiterklemme. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze mit der Absicherung überhaupt sein muss, aber ich habe festgestellt, Manchmal kann es sein, dass sich das System einmal aufhängt. Und da ist echt praktisch und gut, wenn man das einfach die Sicherung kurz rausnehmen kann und wieder einsichern kann. Also, jetzt vertraut man das einmal. Man sieht das jetzt recht schön. Ich habe jetzt da hier hinten diese Außenleiter, die rüber für die Versorgung, für das komplette Haus, für die Unterverteilung gehen. Und genau hier rein kann man jetzt diese Wandlerzangen montieren. Die erste mit L1, öffnet die an der Seite, legt diese um und klipst das Ganze wieder ein. Man sieht jetzt da den Pfeil, der nach oben geht. Das heißt, von unten ist die Netzseite und oben ist die Einspeisung ins Haus. Firma Anker gibt in der Bedienungsanleitung an, dass der Pfeil Richtung Haus gehen soll. Das Ganze machen wir jetzt noch mit L2 und L3. Das ist jetzt der angeschlossene Smart Meter und man sieht ganz genau, ich habe jetzt doch noch nichts anderes dran. Ich habe die Solarbank 2 noch nicht angeschlossen, das ist jetzt nur dieser Smart Meter. Und der zeigt jetzt an, vom Stromnetz 427 Watt wird aktuell gezogen. Man sieht das unten vom Netz
und zum Netz. Bei zum Netz steht jetzt 0,01 Kilowattstunden. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Angabe in der Bedienungsanleitung von Enker Solar nicht stimmt. Diese Messwandler müssen mit dem Pfeil Richtung Netz gehen. Also genau andersrum, wie ich es eingangs gezeigt habe. Bei mir ist da keine Fehlermeldung nicht gekommen, aber ich habe ja sonst noch nichts dran. Und er hat ursprünglich gezeigt, dass er was ins Netz einspeist, was ich ja nicht habe, weil ich keinen Erzeuger gar nicht dran habe. Also habe ich die Messwandler umgedreht und schon passt. Wenn der Smart Meter drin ist, steckt man das Gerät an sich zusammen, steckt man es an, nehmt es in Betrieb und ich gebe euch ein kurzes Fazit. Das ist der Anschluss für das mitgelieferte Kabel mit dem Schuko-Stecker. Und auf der anderen Seite von der Kopfstation hat man die Eingänge 1, 2, 3, 4, jeweils Plus und Minus. Das heißt, für die vier Solarmodule zu dem eingebauten vierfachen MPPT-Tracker. Selbstverständlich kann da alle Kabel mitgeliefert. Man sieht jetzt richtig gut, es wären vom PV-Modul 92 Watt erzeugt. Die werden in die Station, in die Solarbank 2 transportiert. Mein Zuhause braucht aktuell 438 Watt und das System, also die Akkugeschichte da, liefert die kompletten 438 Watt. Rechts um sieht man 0 Watt. Das wäre der Bezug vom Netz. Jetzt schalte ich einen Heizlüfter noch dazu. Dann reicht natürlich die Station nicht. Das heißt, der Rest müsste über das Netz versorgt werden. Man sieht da, dass jetzt also mein Zuhause braucht 2177 Watt, die Solarbank gibt 788 Watt ab und 1391 Watt werden vom Netz dazu bezogen. Jetzt hat sich das Ganze wieder normalisiert. Jetzt zu meinem Fazit. Eins möchte ich noch erwähnen, auf der Rückseite ist auch wieder eine Schuko-Steckdose. Selbst bei Stromausfall, wenn man jetzt aktuell Stromausfall hat und das Ding ist geladen, kann man da bis zu 1000 Watt, auch wenn das Netz ausfällt, entnehmen. Die neueren Geräte haben das jetzt alle, ein bisschen so notstromfähig, das finde ich schon mal hervorragend. Was mir weiterhin sehr angenehm aufgefallen ist, das Ganze ist überhaupt kein Plastikbomber, das ist alles Aluminium, Druckguss, irgendwie sowas in die Richtung. Hinten wahnsinnig dieser Kühlkörper, das bedeutet, das macht keinen Lärm. Ich glaube, da gibt es keine aktive Kühlung mit Ventilatoren und so weiter, überhaupt gar nicht. Beide haben Spritzwasser geschützt, Fassung wasserdicht mit IP65, wasserdicht ist es nicht. Aber man kann das Ding im Freien auch irgendwo stehen lassen, ohne also Überdachung sollte man schon haben. Das ganze Ding ist auch wieder eine gute Sache, weil ganz viele machen, inklusive mir, machen sowas aufs Carport, in Garage irgendwo und da ist man vielleicht nicht unbedingt frostsicher. Das Ding hat eine Eigenheizung drin und die ersten Sonnenstrahlen, die das Ding aufwecken würden, werden dazu genutzt, um den Akku, also die Akkus oben und unten anzuwärmen. Das heißt, man kann das Ding bis minus 20 Grad verwenden. Normale LiFePO 4 Akkus, die ich ja da drin habe, könnte man unter 0 Grad nicht mehr laden, da hätten sie kaputt gehen. Da fehlt nichts. Eine Sache, die ich wahnsinnig gut finde, wenn man sich das Ding kauft, man stellt das auf, es sind Bedienungsanleitungen dabei, da komme ich gleich noch mit dazu, auch mit den QR-Codes.
Man braucht das nicht. Man muss da nicht ein einziges Mensch, außer beim Smart Meter, das habe ich erklärt, das ist klar. Für Smart Meter ist es so, da ist eine extra Bedienungsanleitung dabei mit QR-Code, den scannt man ab, dann kommt man auf eine Seite, wo die ganzen Anschlusspläne, Schaltpläne, Absicherung, wo alles genau erklärt ist. Aber der Rest, da braucht man keine Bedienungsanleitung, weil das alles intuitiv ist. Das ist ganz klar, wie man das zusammensteckt, wie das funktioniert, das Einschalten. Man muss da nicht irgendwie großartig der Download der App, das WLAN einrichten. Man muss da nicht irgendwelche einmal das WLAN da und dann das WLAN wechseln. Das geht alles automatisch und wirklich wunderbar einfach. Das ist richtig idiotensicher. Eine weitere Sache, die mir super gut gefällt, bevor ich zu etwas Schlechtem komme, diese 4 MPP-Tracker. MPP-T-Tracker. Man kann da 4 Module anschließen. Kann man jetzt sagen, okay, braucht man vielleicht ja bloß einen oder nur 2 Tracker und so weiter. Nein, ich finde das wirklich, wirklich brutal gut. Man kann da insgesamt 2400 Watt anschließen. Ich weiß, in Deutschland darf man nur PV selber nur 2000 Watt Peak haben. Die kann aber 2400. Man kann das System ja kaufen mit verschiedenen PV-Module. Die neuesten haben, glaube ich, 530 Watt Peak bifazial, andere 435 Watt und so weiter. Da muss man schauen, was in jedem für sich selber passt. Bei den 530 muss man schon aufpassen, die sind schon narrisch riesig, riesig groß. Ich finde das mit den 4 MPP-Tracker wirklich wahnsinnig gut, weil man eben, je nachdem wie man die Platzverhältnisse hat, kann man halt wirklich was Gutes darstellen durch diese Akkugeschichte. Ich kann sehr früh, wenn ich ein Modul zum Beispiel auf Osten ausrichte, kann ich schon Leistung ernten, dann meinetwegen 2 Stück ausgerichtet auf Süden und das letzte, das vierte dann ausgerichtet auf Westen. Das heißt, ich kann bis kurz vor Sonnenuntergang, wenn es die Situation erlaubt, die Gebäude erlaubt, Verschattung und so weiter erlaubt, man kann halt unwahrscheinlich viel rausholen. Das führt dazu, dass man übers Jahr gesehen wirklich richtig viele Kilowattstunden ernten kann und durch dieses System mit dem Smart Meter muss ich ja den Strom nicht mehr verschenken. Er bleibt ja gespeichert und wird so abgegeben, wie er das Haus braucht. Jetzt von den Teilen, das ist jetzt einmal die Kopfstation, das ist ein Akku, also das Batteriesystem mit dem Wechsellichter und mit der ganzen Geschichte, die Kopfeinheit und ein Erweiterungsakku. Jetzt drum hat 1,6 Kilowattstunden. Ich glaube, bis 9,6 irgendwie sowas kann man es erweitern. Einfach nur immer stecken. Ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Ganz am Anfang, ich weiß, dass das unterschiedlich ist, leicht einmal blau, leicht einmal rot, auch der Balken da drin, wollte ich in dem Ding drin da nachschauen. Da steht halt gar nichts mehr drin. Es sind irgendwelche Warnmeldungen und so weiter, irgendwelche so Sachen, Liefergeschichten, keine Ahnung. Gar nichts gedrucktes. Man muss jedes Mal diesen QR-Code scannen und kommt dann auf eine Online-Bedienungsanleitung und da drin kann man sich alles anschauen. Ich persönlich hätte bei den Geräten mir das gewünscht, dass diese Anleitung auch in schriftlicher Form mal dabei ist, dass man es zu dem Gerät irgendwo hinlegen kann und einmal schnell nachschauen kann, ohne dass man mit dem Handy miteinander spielt. Aber wie gesagt, ich bin da alte Schule, das ist nur meine Meinung. Einen anderen stört es jetzt vielleicht nicht. Was mir aufgefallen ist, das Ding ist unwahrscheinlich klein. Also die Maße, das ist Wahnsinn, wie die Technik jetzt, also gefühlt so kompakt, ohne großen und ohne viel Schnickschnack. Ein sehr ansprechendes Design. Wie gesagt, man kann es überall irgendwo hinstellen. Es stört gefühlt überhaupt gar nicht. Selbst unter einem Zählerschrank kann man das montieren, je nachdem, wo man halt die PV-Leitung, wie man halt die verlegt hat. Und sollte jetzt da jemand vom Wirtschaftsministerium, VDE, VNB, Netzbetreiber und so weiter zuschauen, da sollte ich mal drüber nachdenken, ob das nicht eine Alternative war, ob das nicht was Gutes war, weil diese Systeme können mittlerweile richtig, richtig viel. Wenn man da vorschreibt, dass man eine Einspeisevorrichtung, eine Einspeisesteckvorrichtung nicht mehr über Schuko hat, sondern ein fest angeschlossenes, von mir aus WLAN oder irgendwas, bis zu die 16 Ampere, eine extrige abgesicherte Leitung, 3x25 zum Beispiel, in jedem MPP-Träger 1000 Watt zulassen würde. Das heißt, dass man 4 kW erzeugen kann, vielleicht sogar 6. Und dann zulassen, dass man bis zu 2000 Watt selber einspeist. Die Speicher gibt es mittlerweile bis zu knapp 10 Kilowattstunden.
Das heißt, man könnte da wirklich, wirklich viel machen. So eine Waschmaschinenladung, man braucht ja nicht ununterbrochen so viel. Ihr habt ja gesehen, von mir ist es auch 435 Watt. Freilich hat man dann einzeln immer wieder irgendwelche Verbraucher. Die könnten halt so ein System dann nicht machen. Die müssen halt dann von Haus aus auf größere Systeme umsteigen. Aber über das Thema Balkonkraftwerk, vielleicht gibt es, keine Ahnung, eine Zwischenstufe. Balkonkraftwerke so lassen, wie sie jetzt haben. Und diese Systeme eine Nummer größer zu lassen als kleine Heimkraftwerke, die die Leute auch mehr oder weniger selber installieren könnten. War doch nichts Schlimmes, oder? Wenn heute die Vorgabe da ist, zur Anmeldung brauchen sie einen Beleg oder eine Rechnung vom Elektriker, dass eine Einspeisevorrichtung geschaffen wird. Nicht die Balkonkraftwerke, sondern so kleine Heim-Kleinkraftwerke, irgendwie sowas, bis 2 kW. 4 oder 6 kW Peak auf dem Dach, 2 kW sollen die Dinger ins Haus einspeisen können. Über eine geeignete Vorrichtung, wie gesagt, vom Elektriker die Einspeisegeschichte erledigen lassen, dann können die Leute das selber bauen. Auch den Smart Meter vom Elektriker installieren lassen, das sind die zwei Dinge. Über das kriegt der Kunde eine Rechnung und mit dieser Rechnung kann er sich zertifizieren, anmelden, ohne irgendeinen großen Trara. Mit der Einspeisevergütung habt ihr jetzt eh irgendeinen so Mist gemacht, gibt's nichts mehr. Also kann man doch darüber nachdenken, oder nicht? Wem das Video gefallen hat, tut mir einen Gefallen, haut auf den Abo-Button drauf, wenn ihr es noch nicht hat. Ansonsten gebt mir bitte einen Daumen nach oben, wenn ihr das Video gefallen hat. Das war's von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus.